Sie haben den Artikel gelesen. Diskutieren Sie mit Ihrem Partner darüber. Liebe Online-Klasse, herzlich willkommen zum nächsten Video für die Prüfung Tank Deutsch B2, eine Diskussion führen. Das ist Teil Nummer 1, wo ihr einen Artikel zum Vorlesen bekommt in der Vorbereitungszeit und über diesen Artikel solltet ihr diskutieren. Ich hatte keinen Artikel, sondern ich hatte ein Buch von Dr. Adam El-Khatib, 65 Themen zum Schreiben und Sprechen auf dem Niveau B2 und C1. Ich habe ein Thema aus diesem Buch genommen und habe das präsentiert, als ob ich einen Artikel gelesen habe und daraus ein Video gemacht habe. Ich kann euch dieses Buch gerne empfehlen zum Training, weil nämlich um diesen Teil zu bestehen, Diskussion führen, dass viele Studenten finden das als den schwierigsten Teil überhaupt in der mündlichen Prüfung. Und da braucht man wirklich Training. Wenn ihr alleine trainieren möchtet, könnt ihr ganz gerne dieses Buch benutzen, einfach ein Thema auswählen, Vorteile und Nachteile lesen und dann mit Redemittel vollständig machen. Zum Beispiel, ich bin der Meinung, dass, oder ein Vorteil, noch ein Vorteil ist, bla bla bla. So, die Redemittel sind auch hier übrigens im Buch und ganz viele Themen, 65 Themen und Vorteile und Nachteile sind ganz gut und ausführlich beschrieben. Das ist zum Training. Wenn er aber einen Lehrer benötigt, der mit dir zusammen einfach trainiert, dann könnte er mich anschreiben und wir könnten eine Trainingsstunde machen, besonders gut vor der Prüfung. Hier lasse ich euch meine E-Mail-Adresse und ich freue mich auf eure Anfragen. So, das Thema ist jetzt, was ist besser, Fernstudium oder Präsenzstudium, wenn man einfach in die Uni geht. So, dieses Video besteht aus zwei Teilen. Einmal habe ich ein Video erstellt mit Hilfe von einem Roboter. Der Roboter spricht sehr schnell und aus diesem Grund möchte ich euch bitten, dass ihr einen Kuli und ein Blatt Papier vorbereitet. Und bitte schreibt während des Videos Vorteile und Nachteile auf. Dann trainiert ihr auch Hörverstehen gleichzeitig. Und dann habt ihr auch diese Vorteile und Nachteile von Fernstudium sich auch gleichzeitig gemerkt und das bleibt dann bei Ihnen. Das ist ein Vorteil. Im zweiten Teil vom Video zeige ich dieselbe Situation nur als Transkription, als Text mit Redemitteln und ihr könnt dann weiter damit arbeiten. Ich erkläre nach dem Roboter-Video weiter, wie ihr dann weiterarbeitet. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir treffen uns nach dem Roboter-Video weiter. Sie haben den Artikel gelesen. Diskutieren Sie mit Ihrem Partner darüber. Diskussion zum Thema Fernstudium oder Präsenzstudium, was ist besser? Der Text, den ich gelesen habe, heißt Schwere Entscheidung, Fernstudium oder Präsenzstudium. Der Verfasser des Artikels beschreibt die heutige Situation auf dem Bildungsmarkt. Laut dem Autor ist die Zahl der Fernuniversitäten drastisch gewachsen. Er nennt dafür unterschiedliche Gründe. Einer davon ist die große Flexibilität, sowohl zeitlich als auch räumlich. Ich sehe auch einige Argumente für Fernstudium. Man braucht nur einen Computer mit dem Internetzugang. Was denkst du darüber? Ich bin mit dir völlig einverstanden. Das Equipment ist nicht zu groß. Ein Computer, Internet und vielleicht Kopfhörer. Der Autor des Artikels argumentiert für ein Fernstudium und nennt einen wichtigen Punkt.
Fernstudium kann man neben dem aktuellen Beruf machen. Das ist eine großartige Gelegenheit zur Weiterbildung für Berufstätige. Das Fernstudium hat auch seine Nachteile. Die Kosten sind im Durchschnitt teurer als das normale Studium. Man studiert oft allein und muss sich selbst motivieren. Und was denkst du dazu? Ja, ich stimme dir zu. Man braucht auch Kontakt zu den anderen Studenten. Das Studentenleben fehlt komplett. Ich bin der Meinung, dass das Fernstudium ganz schön anstrengend ist. Man braucht sehr viel Disziplin. Ich bin für einen Präsenzunterricht. Mehr Kontakt zu den Lehrkräften, das brauche ich. Und welche Meinung vertrittst du? Ich bin der gleichen Ansicht. Ich brauche auch einen persönlichen Kontakt zu den Studenten und Lehrkräften. Aber wenn ich kleine Kinder hätte oder berufstätig wäre, würde ich mich fürs Fernstudium entscheiden. In meinem Land hatte ich an einer Uni studiert und fand das Studium sehr gut. Noch mehr Videos zur Diskussion findest du in der Playlist Mündliche Prüfung B2. Vielen Dank fürs Zuschauen und Ihre Kommentare. So, wie ich schon gesagt habe, dieses Video war sehr schnell und der Roboter hat sehr schnell gesprochen. Aber so ist es auch besser für besseres Hörverstehen und so weiter. Nun machen wir das ein bisschen langsamer, damit ihr auch etwas lernen könnt. Und ich habe für euch Transkription des Videos vorbereitet. Alle wichtigen Redemittel sind rot markiert. Ihr könnt diese Redemittel aufschreiben und auch auswendig lernen. So, wie geht ihr weiter mit dem Video? Ihr müsst zuerst das sich anhören und dann nochmal zurückspulen und Ton ausschalten und einfach das ablesen. Ja, ihr müsst das einfach ohne meiner Stimme ablesen. Und euch das sehr gut merken, wie die Redemittel aufgebaut sind, wie ist die Wortfolge, welche Fragen stellt ein Partner zu dem anderen, wie wird der Text präsentiert. Das ist alles ganz wichtig. Und immer bitte den Bezug auf den Text nehmen. Der Autor hat gesagt, laut dem Autor und so weiter. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei und wir sehen uns am Ende von dieser Transkription wieder. Der Text, den ich gelesen habe, heißt Schwere Entscheidung, Fernstudium oder Präsenzstudium. Der Verfasser des Artikels beschreibt die heutige Situation auf dem Bildungsmarkt. Laut dem Autor ist die Zahl der Fernuniversitäten drastisch gewachsen. Er nennt dafür unterschiedliche Gründe. Einer davon ist die große Flexibilität sowohl zeitlich als auch räumlich. Ich sehe auch einige Argumente für Fernstudium. Man braucht nur einen Computer mit dem Internetzugang. Was denkst du darüber? Ich bin mit dir völlig einverstanden. Das Equipment ist nicht so groß. Ein Computer, Internet und vielleicht Kopfhörer. Der Autor des Artikels argumentiert für ein Fernstudium und nennt einen wichtigen Punkt. Fernstudium kann man neben dem aktuellen Beruf machen. Das ist eine großartige Gelegenheit zur Weiterbildung für Berufstätige. Das Fernstudium hat auch seine Nachteile. Die Kosten sind im Durchschnitt teurer als das normale Studium. Man studiert oft allein und muss sich selbst motivieren. Und was denkst du dazu? Ja, ich stimme dir zu. Man braucht auch Kontakt zu den anderen Studenten. Das Studentenleben fehlt komplett. Ich bin der Meinung, dass Fernstudium ganz schön anstrengend ist. Man braucht sehr viel Disziplin. Ich bin für einen Präsenzunterricht. Mehr Kontakt zu den Lehrkräften, das brauche ich. Und welche Meinung vertrittst du? Ich bin der gleichen Ansicht. Ich brauche auch einen persönlichen Kontakt zu den Studenten und Lehrkräften.
Aber wenn ich kleine Kinder hätte oder berufstätig wäre, würde ich mich fürs Fernstudium entscheiden. In meinem Land hatte ich an einer Uni studiert und fand das Studium sehr gut. So, nun sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es war sehr hilfreich für euch. Schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, ob ihr alles verstanden habt, ob ihr mir folgen könnt. Und ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Vielleicht habt ihr Ideen, wie ich diese Themen noch besser für euch präsentieren könnte. Und das werde ich dann tun, damit ihr noch besser Ihre Prüfungen, Ihre TELG-Prüfungen bestehen können. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss!